Name ist Sarah Tscherer, ich bin Diplomkaufmann, Steuerberater und in diesem Video geht es darum, solltest du eine Steuererklärung abgeben, wenn du nur Arbeitnehmer bist, das heißt nur in Anführungszeichen, das heißt, wenn du Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit hast. Ich mache ganz viele Videos für Unternehmer, jetzt mache ich mal ein Video nur für Arbeitnehmer, das heißt, wenn du Arbeitnehmer bist, du hast Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, solltest du deine Steuererklärung abgeben, ja oder nein? Wenn dich das interessiert, ist das ein Video für dich. Hallo, mein Name ist Harald Scherer, ich bin Diplomkaufmann und Steuerberater und in diesem Video geht es um Steuererklärung für Arbeitnehmer. Wenn du nur in Anführungszeichen Arbeitnehmer bist, dann stellt sich die vermutlich für dich auch mal die Frage, ob du dir das hier antun sollst, ob du dich mit deiner Steuererklärung beschäftigen sollst. Und das möchte ich hier in diesem Video, in diesem Beitrag mal einmal aufgreifen. Ich habe oft potenzielle Mandanten oder Mandanten, die bei mir hereinkommen und sagen, ich bin Arbeitnehmer, ich habe sonst nichts, soll ich eine Steuererklärung abgeben oder nicht? Und wenn ja, was kostet mich das alles? So, lohnt sich das für mich überhaupt? Das ist eine Frage, die kriege ich oft gestellt und deswegen habe ich gesagt, jetzt mache ich auch mal ein Video dazu beziehungsweise verpasst einen Beitrag dazu, damit ihr weißt oder damit ihr wisst, ob sich das möglicherweise für euch lohnt, ja oder nein, beziehungsweise wie die Wahrscheinlichkeit ist. Zunächst einmal zur Systematik vielleicht mal so ganz grundsätzlich. Wenn ihr Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit habt, das heißt, wenn ihr arbeiten gebt, ihr habt einen Lohnsteuerabzug, dann bekommt ihr das Geld netto aufs Konto. Das heißt, bei euch wird der Arbeitnehmerbeitrag, der Sozialabgaben einbehalten und bei euch wird die Lohnsteuer einbehalten. Und bei der Steuererklärung geht es jetzt darum, wenn man die Frage beantwortet, soll ein Arbeitnehmer eine Steuererklärung abgeben, dann geht es um die Frage, ist der Lohnsteuerabzug höher als die Steuer, die man eigentlich bezahlen muss, wenn man eine Steuererklärung abgibt. Das wird oft bei Arbeitnehmern Lohnsteuerjahresausgleich genannt. Also eigentlich ist es eine Steuererklärung, das heißt, es geht um die Frage, wenn du jetzt eine Steuererklärung abgibst als Arbeitnehmer, ja, kriegst du dann Geld zurück, ja, ist dann sicher, dass du Geld zurückbekommst, wenn ja, wie viel ungefähr? Oder kannst du sagen, okay, mit dem Abzug der Lohnsteuer ist alles erledigt. Denn die Lohnsteuer wird jeden Monat abgeführt vom Arbeitgeber. Der Arbeitgeber hält die Lohnsteuer ab, treuhänderisch, und führt sie ans Finanzamt ab, quasi für dich. So, faktisch ist das quasi eine Vorauszahlung, die der Arbeitnehmer zahlt auf seine richtige Einkommensteuer. Das heißt, wenn man für ihn eine Einkommensteuererklärung macht, dann kommt hier raus, wie viel Einkommensteuer hat man wirklich zu bezahlen. Und das, was an Lohnsteuer abgeführt wird, ist quasi eine Vorauszahlung auf diese Einkommensteuer. Und wenn diese Lohnsteuer zu hoch ist als die Einkommensteuer nach einer richtigen Einkommensteuererklärung, dann bekommt man eine Steuererstattung. Und darum geht es, wenn ein Arbeitnehmer seine Steuererklärung macht, obwohl er in Anführungszeichen nur Anlage in hat, also nur Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Und das möchte ich in diesem Video mal einmal erklären, wieso die Stellschrauben sind, wieso die Tendenz ist, worauf es ankommt. Und dann könnt ihr euch das eigentlich selber, ich sag mal so, abschätzen oder ihr könnt zumindest einschätzen, wieso die Wahrscheinlichkeit ist, dass ihr Steuern wieder bekommt. Wenn wir gerade bei dieser Systematik sind, warum ist das eigentlich so? Das ist eigentlich so, der Staat möchte nicht warten, bis alle Arbeitnehmer, die eine große Zahl sind, am Ende des Jahres eine Steuererklärung abgeben und dann ihre Steuern zahlen. Er könnte jetzt Folgendes machen, er könnte sagen, okay, das ist bei Unternehmern sehr oft der Fall, oder ist bei Unternehmern der Fall, er könnte Vorauszahlungen festsetzen. Er könnte also sagen, pass mal auf, du musst wahrscheinlich so und so viel Steuern zahlen, wenn du deine Steuererklärung machst, zahl uns mal Steuern voraus, pro Quartal, pro Monat und so weiter. Diese Festsetzung der Vorauszahlung würde aber sehr viel Arbeit machen. Der Staat müsste für jede Vorauszahlung einen Vorauszahlungsbescheid erlassen, müsste die regelmäßig kontrollieren und so weiter. Und um das zu vereinfachen, gibt es einfach Lohnsteuertabellen. Da steht drin, je nachdem welche Steuerklasse man hat, welche Einkommensverhältnisse man hat, ist so und so viel Einkommensteuer als Vorauszahlung abzuziehen. Das heißt also, die Lohnsteuer ist die Vorauszahlung der Arbeitnehmer. Nochmal, die richtet sich nach der Steuerklasse und die richtet sich nach der Höhe. Und nach der eingetragenen Freibeträgen, das kommt auch noch hinzu. Das heißt, durch die Lohnsteuer wird quasi die Vorauszahlung der Arbeit
Arbeitnehmer gesichert und der Staat bekommt eben ratierlich jeden Monat Geld, nämlich am 10. des Folgemonats ist die Lohnsteuer abzuführen. Der Arbeitgeber hat die ganze Arbeit, der muss nämlich genau ausrechnen, wie viel, und muss die abführen, und der Staat kassiert und hat nicht die Arbeit Steuerbescheid erlassen zu müssen. Das ist die Lohnsteuer, und die Frage ist jetzt, wenn man eine Lohnsteuer, wenn man eine Steuererklärung abgibt, man führt nur Lohnsteuer ab im Jahr, kriegt man was wieder oder nicht, und wovon hängt das eigentlich ab? Ich kann schon mal vorwegnehmen, dass es sich in der Regel lohnt, eine Steuererklärung zu machen als Arbeitnehmer. Das hängt damit zusammen, dass eine ganze Reihe von Komponenten überhaupt gar nicht berücksichtigt werden. Denn in der Lohnsteuer werden viele Sachverhalte, die nämlich individuell sind, gar nicht berücksichtigt. Das ist ja klar, wenn man mit der Lohnsteuer für eine Masse von Menschen eine Vorauszahlung plant und einzieht, dann können natürlich die wirklich individuellen Sachen gar nicht enthalten sein. Und die können nur in einer Steuererklärung verwirklicht werden. Und da macht der Staat sich das einfach. Der sagt, okay, wenn Lohnsteuer abgeführt ist, brauchst du eigentlich nichts mehr regeln. Warum? Weil die Lohnsteuer in der Regel zu hoch ist. Das heißt, eine ganze Reihe von Komponenten sind überhaupt gar nicht berücksichtigt. Und deswegen lohnt sich in der Regel eine Steuererklärung. Ob sich jetzt der Steuerberater lohnt, ist eine ganz andere Sache. Da komme ich am Ende drauf zurück. Aber eine Steuererklärung, die ihr selber macht, lohnt sich in der Regel, und ihr habt eigentlich kein Risiko, denn wenn ihr was falsch macht, wenn ihr zu viel ansetzt, ja, wenn ihr einfach zu viel abgibt, zu viel Belege, zu viel Kostengeld macht und die belegt, dann sagt der Finanzbeamte schon, nee, machen wir nicht, erkennen wir nicht an. Und da ist eigentlich so die große Chance, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass ihr Geld wiederbekommt, denn im Notfall wird es einfach gestrichen. Und ihr braucht auch keinen Steuerberater im Regelfall, weil es eine ganze Reihe von preiswerten Programmen gibt, die das eigentlich komfortabel regeln, zumindest wenn die Fälle nicht so schwer sind. Das heißt, die relativ einfachen Fälle, und die bespreche ich hier auch, kann man eigentlich mit so einer Steuersoftware regeln, und dann habt ihr eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass ihr Geld wiederbekommt, und die Kosten für die Software könnt ihr in der Regel auch absetzen als Werbungskosten. Komme ich auch gleich noch zu. Vielleicht bevor wir jetzt auf die einzelnen Komponenten gehen, auf die Stellschrauben, ja, nachdem man beurteilen könnt, ja, bekommt ihr Geld wieder, lohnt sich eine Steuererklärung, wie lange kann man eigentlich eine Steuererklärung noch abgeben? Antwort: 4 Jahre. Das heißt, 4 Jahre nach Ablauf des Steuerjahres. Das heißt, wir haben jetzt 17. Ihr könnt 16 abgeben, 15, 14 und 13. Also 13, 14, 15, 16 könnt ihr abgeben. Das sind 4 Jahre. Ja, und wenn man vielleicht mal rechnet, 4 Jahre auf 500 Euro, dann sind das schon mal 2000 Euro, die ihr euch zurückholen könnt. Ist zumindest durchaus denkbar. Die meisten Fälle, die ich kenne, da kommt immer 500 Euro über raus, und nicht, weil ich so toll bin, sondern weil die Lage, die Sachen einfach so sind. Ja, das könnt ihr auch. Und deswegen gibt es jetzt hier erstmal die Hinweise, ja, woran kann man erkennen, dass man was wiederbekommt, was gehört eigentlich alles noch da rein und worauf verzichtet ihr möglicherweise. In diesem Zusammenhang erstmal wichtig, wenn es um die Jahre geht, ja, wie viele Jahre kann man abgeben, der Hinweis, wann gehört eigentlich was wo rein? Ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Wann gehört das überhaupt wann in welche Steuererklärung? Das ist eigentlich ganz einfach. Für Arbeitnehmer ist das ganz einfach geregelt. Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit ist ein Überschusseinkommensrat. Das heißt, der Gewinn oder das, was zu versteuern ist, ist ein Überschuss. Und bei Überschüssen ist es ganz einfach geregelt. Dann nimmt man einfach Einzahlung minus Auszahlung. Einzahlung minus Auszahlung, das heißt das sogenannte Zahlungsprinzip. Ihr müsst eigentlich nur gucken, wann habt ihr es bezahlt, beziehungsweise wann habt ihr es bekommen. Und dann wisst ihr auch, in welches Jahr es gehört, und könnt entscheiden, wollt ihr noch 4 Jahre abgeben, wollt ihr nur 1 Jahr abgeben und so weiter. Also ganz einfach, Zahlungsprinzip gilt bei dieser Steuererklärung. Was spricht eigentlich dafür, dass ihr Steuern wiederbekommt, beziehungsweise auf welchen zentralen Komponenten kommt es eigentlich an? Nochmal in der Lohnsteuertabelle, das heißt, die Lohnsteuertabelle ist maßgeblich dafür, wie viel Lohnsteuer euch vom Gehalt abgezogen wird, sind nicht alle individuellen Komponenten einbezogen. Das habe ich vorhin schon mal erklärt. Was ist das? Es gibt 3 Komponenten. Einmal, also 3 wesentliche Komponenten. Einmal könnt ihr in der Steuererklärung alle eure Werbungskosten ansetzen. Das heißt, der Werbungskostenpauschbetrag beträgt 1000 Euro, die bekommt ihr auf jeden Fall, und alles, was ihr darüber hinaus geltend machen und nachweisen könnt und was das Finanzamt anerkennt. Das heißt, ihr könnt alle Werbungskosten, die im Zusammenhang stehen mit eurer Berufstätigkeit, absetzen. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Zweitens, es gibt eine ganze Reihe von Positionen der privaten Lebensführung, die man zusätzlich in der Steuererklärung geltend machen kann. Das sind die sogenannten Sonderausgaben, wie zum Beispiel außergewöhnliche Belastungen.
Versicherungsbeiträge und so weiter. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Und drittens, es gibt noch eine Komponente, ja, die nennt sich Steuerermäßigung. Das heißt, es wird von den Steuern, die man zu zahlen hat, noch weiter etwas abgezogen. Das sind die sogenannten Ermäßigungsvorschriften. Und die sind alle relativ einfach. Das heißt, da muss man nicht Steuerberater sein wie ich, sondern kann man einfach nachlesen, auch teilweise im Internet und so weiter, und kann die ansetzen. Und diese vielen Positionen, die individuellen Positionen, die aber relativ einfach sind, die braucht man nur in die Steuererklärung eintragen, beilegen, und dann bekommt man die auch berücksichtigt. Und die führt eigentlich dazu, oder die führen dann dazu, dass man Steuererstattung bekommt, die über das normalerweise auch hinausgehen, die man als Aufwand hat. Und das alles wird in der Steuertabelle, in der Lohnsteuertabelle mit der pauschalen Abführung durch den Arbeitgeber alles nicht berücksichtigt. Und diese Stellschrauben, die gehe ich jetzt mal nach und nach durch, die sind ganz einfach. Ich erkläre das auch ganz einfach, sodass für jedermann verständlich ist. Und wenn man diese Sachen noch einkriegt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man Geld zurückgeht, würde ich schon sagen, die ist dann sehr hoch. Und die Möglichkeiten solltet ihr auf jeden Fall ausnutzen. Was kann das sein? Fangen wir bei der einen Position an. Werbungskosten. Werbungskosten sind quasi alle die Ausgaben, die ihr habt, die ihr tätigt, um Einkünfte zu erzielen, um euren Lohn zu bekommen. Das sind Werbungskosten. Und die Frage ist, was kann da alles rein, damit man über die 1000 Euro bekommt? Das sind zum Beispiel die Fahrtkosten, 30 Cent pro Entfernungskilometer. Das sind zum Beispiel alle Arbeitsmittel, die man braucht, möglicherweise Schreibmaterial, alle Fortbildungskosten, die im Zusammenhang mit den Fortbildungskosten stehenden Reisekosten gehören auch dazu. Dazu gehört auch anteilig Frühstück, also Frühstück bis zu einer gewissen Höhe, Übernachtungskosten und so weiter. Die ganzen Fortbildungsmaterialien gehören dazu, weil man sich eben fortbildet, um seine Arbeit zu tätigen. Es sei denn, der Arbeitgeber erstattet das, aber alles das, was nicht erstattet wird, kann man auch noch absetzen. Was gehört noch dazu? Möglicherweise ein Arbeitszimmer zu Hause, wenn man vor Ort im Betrieb nicht die Gelegenheit hat oder keine Möglichkeit hat, seine Schreibtätigkeiten durchzuführen, dann kann man sein Arbeitszimmer zu Hause absetzen. Da habe ich eigene Videos zu gemacht. Bis zu 1250 Euro im Regelfall kann man auch da noch absetzen. Ja, da gibt es eigentlich eine nicht endliche Zahl an Fällen. Alles das, was ihr braucht, um eure Arbeit zu machen, alles, was damit im Zusammenhang steht und was der Arbeitgeber nicht bezahlt, könnt ihr absetzen. Was fällt mir noch ein? Gewerkschaftsbeiträge, Steuerberaterkosten, wenn ihr wirklich mal einen Steuerberater braucht, vielleicht gar nicht, um die ganze Erklärung zu machen, sondern nur einen Rat braucht in einer Sache. Die Steuerberatungskosten sind selbstverständlich auch abzugsfähig. Rechtsanwaltkosten, wenn ihr eine Versicherung habt, weil ihr möglicherweise euch mit eurem Arbeitgeber mal streitet, versichert sein wollt, solche Rechtsschutzversicherungen, die im Zusammenhang stehen mit der Berufsausübung, auch die sind abzugsfähig. Das heißt, alles das, ja, was im Zusammenhang steht, um die Einkünfte zu erzielen und was vom Arbeitgeber nicht bezahlt wird, kann man da reinpacken. Und das ist auch nicht schwierig. Ja, man macht einfach eine Excel-Aufstellung, zieht die Summe zusammen und packt die einfach in sonstige Werbungskosten, Anlage N, findet man bestimmt oder findet ihr ganz leicht. Und dann habt ihr die Kosten alle da drin. Und in der Regel übersteigen die 1000 Euro Werbungskostentauschbetrag. Und dann habt ihr schon mal eine Summe drin, die in der Regel größer ist als die, die in der Lohnsteuertabelle berücksichtigt ist. So, das war jetzt erstmal der Teil. Werbungskosten bei der Anlage N, bei den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit, da wo ihr eure Lohnsteuerbescheinigung eintragt, die braucht ihr ja nur abtippen. Ist auch ganz einfach. So, jetzt kommen wir zur nächsten Komponente. Die nächste Komponente sind die sogenannten Sonderausgaben. Die Sonderausgaben sind in der Regel, wenn ihr die selber berücksichtigt, wenn ihr alles selber eintragt, höher als das, was pauschal berücksichtigt sind in der Lohnsteuertabelle. Das heißt, ihr solltet eure Sonderausgaben eintragen. Das sind alle Krankenversicherungsbeiträge. Gerade die Grundversorgung ist unbeschränkt abzugsfähig. Darüber hinaus gibt es eine Beschränkung, aber die wird in der Regel nicht greifen. Das heißt, die ganzen Krankenversicherungsbeiträge kommen da rein, die ganzen Haftpflichtversicherungsbeiträge kommen da rein. Alle Versicherungsbeiträge eigentlich, die keinen Vermögenswert schützen. Ja, zum Beispiel auch die Unfallversicherung gehört da rein. Das gehört alles da rein und eine ganz wesentliche Position. Gerade wenn ihr möglicherweise krank seid oder älter werdet, außergewöhnliche Belastung. Dazu habe ich mehrere Videos gemacht, darauf möchte ich mal einfach verweisen. Außergewöhnliche Belastung sind Kosten, ich sage es jetzt hier nochmal kurz, der privaten Lebensführung.
eine außergewöhnliche Belastung sind Kosten der privaten Lebensführung, die man ausnahmsweise in der Steuererklärung geltend machen kann, wenn Steuerpflichtige gleicher Vermögensverhältnisse, Einkommensverhältnisse diese nicht haben und ihr die zwangsläufig bezahlen müsst und euch den auch nicht entziehen können. Dazu gehören in der Regel Krankheitskosten und diese Krankheitskosten, die könnt ihr sammeln. Alles das, was ihr selbst bezahlen müsst, alles das, was die Krankenkasse nicht erstattet, die Fahrtkosten insbesondere auch zu Ärzten und wenn ihr länger weg seid, auch Verpflegungsmehraufwand und so weiter. Diese Arztkosten, was ihr selber zahlen müsst, die könnt ihr alle als außergewöhnliche Belastung in die Steuererklärung reinpacken und die sind bei der Lohnsteuertabelle, die maßgeblich ist für den Lohnsteuerabzug, nirgendwo berücksichtigt. Das heißt, die ganzen außergewöhnlichen Belastungen, gerade wenn ihr außergewöhnliche Belastungen habt, kann auch eine Scheidung sein, Scheidungskosten sind auch außergewöhnliche Belastungen, die gehören alle noch da rein. Und dann habt ihr diese auch berücksichtigt als Sonderausgaben und in der Regel kommt es dann schon zu einer Steuererstattung. Dann kommt noch die dritte Komponente, neben den Werbungskosten, die wir besprochen haben, neben den Sonderausgaben, zum Beispiel außergewöhnliche Belastungen und Versicherungen, kommt noch eine dritte Komponente, die ist wichtig, das sind die sogenannten Steuerermäßigungsvorschriften und diese Steuerermäßigungsvorschriften sind sonst auch gar nicht berücksichtigt und die werden nur berücksichtigt, wenn ihr eine Steuererklärung abgebt und dazu kommen wir jetzt. Und dann ganz wichtig gibt es noch die Steuerermäßigungsvorschriften. Die Steuerermäßigungsvorschriften müsst ihr euch so vorstellen, wenn man alles ausgerechnet hat, am Ende steht dann, wie viel Steuern zu zahlen sind, dann wirken die Steuerermäßigungsvorschriften so, dass man direkt von der Steuer, die eigentlich zu zahlen ist, noch einen Betrag abzieht. Das heißt, es wird wirklich von der zu zahlenden Steuer noch einen Betrag abgezogen und diese Steuerermäßigungsvorschriften sind in den Tabellen auch nicht eingearbeitet. Das sind ganz praktische Sachen und das ist auch nicht schwer. Das sind einmal die haushaltsnahen Tätigkeiten und die Handwerkertätigkeiten. Die unterscheidet man nochmal. Alles das, was im Haushalt getätigt wird von fremden Unternehmen und in Teilen auch von Minijobbern und so weiter, sind haushaltsnahe Tätigkeiten. Und wenn es aber Handwerkerleistungen sind, dann sind es Handwerkerleistungen. Die werden unterschieden, weil sie auch von der Höhe anders behandelt werden. Fangen wir mal bei den haushaltsnahen Tätigkeiten an. Wenn ihr eine Quittung habt, wenn ihr eine Rechnung habt und ihr unbar bezahlt, also überweist, dann könnt ihr 20% vom Lohnanteil direkt von eurer Steuer abziehen. Das ist ganz einfach. Die legt ihr einfach rein und macht die geltend als haushaltsnahe Tätigkeit. Vielleicht eine Excel-Tabelle und so weiter. Wichtig ist, 20% von dem überwiesenen Teil, der auf den Lohnanteil entfällt, plus Umsatzsteuer. Das heißt, wenn da Umsatzsteuer ausgewiesen ist, nehmt ihr die Lohnanteile plus die Umsatzsteuer, davon 20%. Deswegen achtet drauf, wenn ihr eine haushaltsnahe Tätigkeit bezieht, dass der Lohnanteil gesondert ausgewiesen wird. Was ist das alles? Das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Haushaltsdienst sein, das kann eine Reinigung sein, das kann die Gartenpflege sein, das kann die Reparatur von irgendwas sein, eine Elektroleitung oder die Waschmaschine oder was auch immer. Es gilt nicht fürs Material, aber für den Lohnanteil 20% bis maximal 4.000 Euro kann man abziehen von der zu zahlenden Steuer. Ich wiederhole nochmal, der Betrag wird von der zu zahlenden Steuer abgezogen und deswegen ist die Wirkung auch so groß. Und da man 20% des Rechnungsbetrages, des Lohnanteils absetzen kann, kann man da wirklich Geld sparen bis zu 4.000 Euro. Davon zusätzlich sind nochmal die Handwerkerleistungen. Die kommen auch noch hinzu, ist auch in der Ermäßigungsvorschrift. Auch davon kann man einen Teil noch absetzen. Bei den Handwerkerleistungen bezieht man sich auch auf den Lohnanteil. 20% maximal 1200 Euro, das heißt auch 20% des Lohnanteils bis 1200 Euro kann man wieder von der Steuer, wiederhole nochmal, von der Steuer, letztendlichen Steuer abziehen. Das heißt auch da, wenn ihr Handwerkerleistungen bezieht, arbeiten, gerade habe ich hier Elektriker aufgeführt, fällt mir gerade ein. Der Elektriker gehört zu den Handwerkerleistungen, der muss da wieder raus aus den haushaltsnahen Dienstleistungen, aber der wird dann wenigstens in die Handwerkerleistung jetzt rein. Entschuldigung. Ja, 20% des Lohnanteils unbar bezahlt und eine Rechnung habt ihr plus Umsatzsteuer. Also könnt ihr von der Steuer direkt absetzen bis 1200 Euro maximal. Das heißt, es sind wirklich große Summen, die sich wirklich bemerkbar machen und die sind alle in den Tabellen, in den Lohnsteuertabellen nicht berücksichtigt und deswegen lohnt sich wirklich in der Regel eine Steuererklärung abzugeben. Mal ganz abgesehen davon, dass
umso mehr lohnt, je höher der Lohnsteuerabzug ist, je nach Steuerklasse und so weiter. Ich bin jetzt noch nicht mal von den schlimmsten Fällen ausgegangen, sondern einfach mal vom Regelfall. Dann lohnt sich das noch mehr. Und wenn man alles dann berücksichtigt, würde ich sagen, ist es höchstwahrscheinlich, dass wenn ihr eine Steuererklärung abgibt, dass ihr Geld zurückbekommt. Und wenn man jetzt überlegt, ihr könnt für 4 Jahre die Steuererklärung rückwirkend abgeben, da kann Urlaub für euch rauskommen. So, jetzt kommt es zum Steuerberater. Der Steuerberater ist teilweise absetzbar, nämlich dann, wenn es für die Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, wenn sich die Tätigkeit darauf bezieht. Wann lohnt sich die? Da müssen es schon größere Fälle sein. Wenn größere Einkommen da sind, ich sag mal ab 60.000, 70.000 Euro brutto, würde ich sagen, lohnt sich. Bei mir hat es in der Regel sich immer gelohnt für die Arbeitnehmer. Grundsätzlich ist es aber so, dass es relativ gute freie Software gibt, zum Beispiel von Viso, von Smartsteuer und sowas alles. Wenn ihr kleine Einkünfte habt, würde ich sowas möglicherweise nutzen, würde nicht zum Steuerberater gehen. Wenn ihr keine komplizierten Fälle habt und normalerweise müsstet ihr damit auch eine Steuererstattung hinbekommen. Wenn ihr kompliziertere Fälle habt, weil ihr vielleicht große, sehr krank wart, größere Rechnungen habt an außergewöhnlichen Belastungen, wenn ihr einen Unfall hattet, wenn ihr andere schwierige Fälle habt, dann müsst ihr nicht die komplette Steuererklärung im Steuerberater machen lassen. Ihr könnt ja sagen, ich komme vorbei, ich möchte mich eine Stunde beraten lassen oder eine halbe Stunde. Da kann man in der Regel schon sehr viel machen. Man kann dem Mandanten sehr viel Rat erteilen, man kann dem wirklich helfen und das kann sich auch lohnen. Und ganz wichtig, ihr könnt am Anfang ja sagen, ich möchte eine kostenlose Erstberatung, ich möchte erstmal wissen, was es kostet, oder am Telefon sagen, und dann darf man auch nichts berechnen. Und dann könnt ihr fragen, was kostet das. Ja, genauso wie man im Blumengeschäft geht und sagt, was kosten die Blumen, oder ich gehe in eine Tankstelle und frage, was kostet die Cola, kann man auch einen Steuerberater fragen, was kostet das hier. Eine ganz normale Sache, und ich würde sagen, nicht nur ich, sondern auch alle meine Kollegen haben da gar kein Problem mit. Auch wenn wir angerufen werden, was kostet das? Eine ganz normale Frage. Aber ich würde mir nicht die Chance entgehen lassen, mein Geld zurückzunehmen. Also wenn ihr arbeiten geht, jeden Monat wird das Geld abgezogen. Ich würde mir die Chance nicht nehmen lassen, meine Lohnsteuererklärung abzugeben. Nee, jetzt habe ich auch schon Lohnsteuererklärung. Meine Steuererklärung abzugeben, um mir mein Geld wieder zu holen. Deswegen möchte ich euch hiermit auch so ein bisschen Mut machen. Ja, geht die Sache an. Und ich habe die wichtigsten Sachen erklärt, hoffe ich jedenfalls. Geht hin, macht eure Steuererklärung, gebt die ab, und die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass ihr Steuern zurückbekommt. Und, fällt mir gerade noch ein, wenn ihr Steuern zurückbekommt, dann bekommt ihr auch noch Zinsen. Ja, also der Erstattungsanspruch wird auch noch verzinst. Ja, und das will man schon gar nicht ergehen lassen. Die Zinsen allerdings steuerpflichtig. Die Zinsen, die ihr bekommt, die sind dann steuerpflichtig. Die müsst ihr dann im Jahr, in dem ihr die bekommt, also Zahlungsprinzip, in die Steuererklärung eintragen. Die sind dann steuerpflichtig. So, jetzt habe ich, glaube ich, die wichtigsten Sachen erklärt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen hoch da oder abonniert meinen Channel. Schönen Dank. Ich wünsche euch viel Erfolg und geht die Sache an.